Und dann welcome back zu der fünften Folge von dem Krupp-Let's Play. Ich hatte irgendwie noch gar keine... Fünf Folgen schon, meine Güte. Ja, ja, ich bin schon... Jetzt spielen wir schon 2 Stunden. Na, ja, nee, 2 Stunden, 22 Minuten nehme ich auf. Eben. Meine Folgen sind ja auch immer ein bisschen länger geworden als eine halbe Stunde, weil ich so selten auf die Uhr gucke. Ich glaube, ich habe es geschafft. Alle Esssachen, die natürlich sind, in einer Kiste. Hunk. Yay! Ah, und so schön sortiert. Ich muss mal bei mir auf Pandora Box kommen, da habe ich mein Lager gebaut. Obwohl, auf meinem eigenen Server ist es noch viel krasser. Ich habe so viel Goldchests, man kann die gar nicht zählen. Okay. Großes Lager ist immer ganz gut. Vor allem, wenn es ein automatisiertes ist, wo du dann einfach Sachen in die Kiste schmeißt. Eben. Der grindet dir das, der brennt dir das, der sortiert dir das ein. Ich habe eine Abfüllstelle, da lasse ich alles fallen. Sandtune, ja, das auch ein, dann geht es automatisch zum Grinder, zum Ingot. Wenn die Ingot voll ist, geht es automatisch weiter zur Autokräfter, der dann die Blöcke draus macht. Der Rest wird sauber verteilt für jede Baustelle. Ich schmeiß wirklich nie was weg. Gut, so ein Autocrafter wäre natürlich auch nochmal eine Idee, ja. Ich schmeiß den Kram meistens dann so, wenn es fertig gebrannt ist, in die Kisten rein. Ja. Beziehungsweise lass es reinschmeißen. Da habe ich das ziemlich fies gemacht, ziemlich eng, aber es sieht halt krass aus. Also der Inder, der letztens bei mir gucken durfte, der ist ausgeflippt. Okay, was mache ich jetzt? Irgendwie fühle ich mich arbeitslos. Ich mache mal eine Pause, ich nehme was zu mir in Real. AFK. In Real, ja. Mahlzeit. Mahlzeit. Aber stimmt, so langsam könnten wir mal so Richtung eigene Unterkunft uns orientieren, oder? Na, können wir da eben, da wo jetzt, wo ich gerade die Keller gerade gebaut habe, können wir mal gucken. Weil ich weiß nicht, was wir aus dem weißen Gebäude da machen wollen. Können wir da mal stattdessen Wohnkomplex hinbauen. So ein 50-stöckiges... Schön Wohnkomplex, so fünfstöckiges Hochhaus und genau. Mit Dachterrasse. Genau. Können wir gleich in den Tourismus einsteigen? Ach, da kann man bestimmt irgendwas Schönes hinbauen, oder? Na, auf meinen anderen beiden Servern, da habe ich richtig große Hotels gebaut. Ich glaube mal, das wäre hier ein bisschen overpowered. Aber naja. So ein kleineres Hotel, sage ich jetzt mal, so mit 2 Etagen, kann man durchaus bauen. Das ist ja. Ich glaube, ich mache erstmal eine kleine Bauernhütte hier hin. Genau. Wo haben wir das Zeug? Irgendwo war doch eine Holzkiste. Hier war die Holzkiste. So, das brauchen wir. Ein Haus hier. So, habt ihr gleich mal noch ein bisschen harten Clay abgebaut und Cobblestone.
Gerade bei 30 Cobblestone. Gott. Gut, dann gucke ich mal kurz, wo ihr euer Eisen habt. Blumenkiste, Graskiste. Aha. Ah, Holzkiste habt ihr auch. Nice. Wow, die Kisten sind ja wirklich echt gut sortiert. Nice. Ja, schön geworden, ne? Ja. Oh. Ganz kurz wieder da. Ich muss mich nochmal abmelden. Ich muss noch die Wäsche aufhängen. Außen. Oha, oha. Außentemperatur 35 Grad. Ach, du Grundgütiger. Ja, bei mir hier ist gerade bewölkt. Ist ein bisschen kühler. Dachte auch schon, weil eben 10 Uhr ist normalerweise immer die Zeit, wo bei mir die Sonne immer reinknallt, weil ich, ja, meine Zimmerlage ist relativ günstig, aber eben, die Sonne hat mich heute ein bisschen verschont, von daher. Bei 35 Grad würde ich wahrscheinlich sterben. Dafür ist die Wäsche schnell trocken. Ja, das stimmt allerdings. Wobei ja das mit der Wäsche ja auch vor allen Dingen von der Luftfeuchtigkeit abhängt. Naja, stimmt, wenn die Luft dann so extrem feucht ist, dann bringt das ja auch nichts. Eben. Willst du ein Muffin? Njam. Ja, Sabalot, wo ist denn die Eisenkiste? Ach, genau. Wow. Ey, ich suche gerade die ganze Zeit Eisen. Das Eisen ist noch im Ofen drinne. Wow. Gut, ich glaube mal, ich lasse das Eisen erstmal für euch und mache mir stattdessen über das Kupfer her und mache daraus Bronze. Ja, auf jeden Fall. So, 18 Bronze, geht doch schon mal. Gut. Jetzt geht der Spaß mit dem Schraubendreher wieder los. Wo haben wir denn das Eisen? Eisen habe ich hier gerade, da wo ich gerade bin. Hier in der Kiste, da wo ich. Also draußen. So. In der hier? Bitte was? Bitte wiederholen Sie Ihre Eingabe. Zinn, Kupfer. Genau. Zinn, Kupfer. Und Eisen, also Stahl. Den wollte ich nur einen Schraubendreher machen. Hast du Eisen? Na, Eisen ist doch hier auch. Ich schmeiße mal ganz kurz ein. So. Einmal Stock, einmal Eisen. Oder irgendwie so. Oder so. Nee, ist eine Schüssel. Hä? Ach ja, übereinander. Ist schon wieder. So, okay. Easy. Da bist du. Da bin ich. Und einmal bam. Bitteschön. Yay. Dankeschön. Immer wieder gern. Hoffentlich reicht einer. Kannst du hier nicht Werkzeuge hinrunzen? Ah, wie? Der war gut teuer. Hast ja diesen Schraubendreher, ne? Schraubendreher. Der ist so richtig schön. Vor allen Dingen, wenn du dich immer dran gewöhnt hast, mit links klicken oder mit rechts klicken und dann machst du kurz eine Pause, machst was anderes und kommst instant wieder durcheinander. Ja. Aber das Schöne ist, wenn du die Slabs direkt Kante von den aufgestellten Slabs an, sehen die sich genauso aus. Ja. Das meinte ich ja auch vorhin, dass ich hier auf den Servern dieses Replacement-Tool hinzugefügt habe. Da klickst du praktisch einen an und die restlichen, die du da mit platzierst, werden genau gleich ausgerichtet. Gerade für Dächer echt der Segen auf Erden.
Weil deshalb bin ich immer am Verzweifeln. Gerade wenn du setzt halt die Treppen nebeneinander, ne? Ja, nur gerade wenn du so mit überhängenden Dächern arbeitest, dann muss der praktisch immer vor dem Dach stehen. Und wenn du aber gerade auf dem Überhang bist, dann ja, ist das nicht immer so einfach. Es macht auf jeden Fall Spaß, es ist faszinierend. Ja. Ich habe ja gestern versehentlich eine Kirche gebaut, ne? Oha! Oder wo du sagst Dächer. Ich habe mit Dächern rumgespielt und dabei ist eine Kirche rausgekommen. Das war ein passiert. Unfall. Das wollte ich nicht. So. Ausrichtung passt. Zack. Ach, ich dachte Pop. Ich dachte, du bist jetzt unter den J-Popern gegangen. Ich habe hier einen schönen Kohlevorrat gefunden. Gibt es ein bisschen Kohle? Ja, wir haben Holzkohle. Ja. Kohle lasse ich meistens tatsächlich irgendwie schon einfach liegen, weil brauchen wir ja nicht. Was? Verbrecher! Kohle brauchen wir nicht. Wofür brauchen wir Kohle? Wir müssen die gesamte Kohle aus dem Erdreich abtragen, damit wir die schön in die Atmosphäre blasen können. Was denkst du denn? Ach, meinst du so wie RWE? Ja, man muss sich doch an Vorbilder halten. Ja, wenn schon, ne? Das muss sich lohnen. Das ist schon kein Feinstaub mehr, das ist schon Grobstaub, ne? So, haben wir denn irgendwo eine Kiste mit Stein? Glaube nicht, weil wir davon bisher nur wenig haben. Was? Blumen? Silbersand, Gravel, Sand... Ansonsten kannst du ja die Kiste, wo die ganzen Eisenbarren so drin sind, die einfach nach rechts verschieben und stattdessen praktisch Gestein dran machen, dann ist es so neben dem Sand gedünst. Das passt dann so thematisch. Jo. Nee, mir geht es eher darum, dass ich welchen brauche. Achso, wie gesagt, Cobblestone habe ich mittlerweile über 100. Komm mal kurz zu dir. Oder dann schmeiß in den Ofen, ne? Jo. Oder hast du von diesen von diesen Steinbricks noch welche? Nee, da hab ich tatsächlich alle verbraucht. Ich habe auch bloß noch einen gebrannten Stein in der Tasche. Ansonsten alles andere verbaut. Tja, mir fehlen noch 6 Slabs für die Umrandung. Verdammt. Ja, nach Steine brennen geht das zum Glück relativ schnell. Ja, zum Glück. Das klingt aber böse. Das klingt nur so, das ist einfach nur Salzstangen. Ich sollte es ja empfindlicher einstellen. Ups, ich hab die Muffin weggeworfen. Mein Muffin. Ich wollte dir mein Cleanstone geben, den einzigen, den ich in der Tasche habe. So. Ja. Ansonsten sind schon 17 im Ofen. So. Dirk, guck mal nach unten. Wer geht nach unten? Hier mal kurz ein bisschen lauter drehen. So. Tonlautstärke runter.
Ja, vielen Dank. Immer wieder gern. Da kann man doch was mit anfangen. Jo. Ja, ich mache ja praktisch diesen Kleintunnel, der hier, wo ich viel, dummerweise die Treppe reingebaut habe zuerst. Den höhle ich jetzt richtig schön aus, und weil hier ist halt haufenweise Ton und halt, ja, gleichzeitig auch für Steine eben. Okay. Aber ist auch lustig in so einem Spiel irgendwie, dass dann plötzlich Cobblestone-Mangel herrscht, ne? Ja, ne? Ist unvorstellbar. Der Boden ist voller Stein und wir gucken, wo noch welcher über ist. Ich tue mich aber tatsächlich so, immer das auch, hat aber genau gereicht jetzt. Hm? Ich tue mich tatsächlich auch immer echt schwer, wenn ich auf so einem Flachland bin, denn irgendwas zu finden, wo man sich einfach mal in die Tiefe buddeln kann, weil man immer die Angst hat, dass man dann damit gleich die gesamte Landschaft verschandelt, und dann suchst du mal irgendwas, ja, wo du dich so bis zu einkrampen kannst, dass es auch gar nicht auffällt und sowas alles. Ja, das ist tatsächlich irgendwie, wenn man das nicht alles kaputt hauen will, ja, immer so eine Sache. So. Gebrannter Ton. Ich gehe mal ein bisschen Lehm suchen. Oder ich habe hier nur Ton. Also hier. Schon gebrannten Ton. Ja, der ist der dunkle Ton, oder hast du auch weißen? Ich habe. Nee, kein weißen. Nur diesen. Kein weißen. Ja, orange. Weil die Wände wollte ich weiß machen. Und dann. Aber wir haben ja ein Meer, beziehungsweise einen See direkt vor der Tür. Da klaue ich mir einfach mal ein bisschen was. Hm. Das Zeug, das ist ja sehr ergiebig, also von daher. Ja. So viel brauchen wir da gar nicht. Müsste sogar schon reichen. Ja, ich bin wieder da. Hallihallo. Willkommen zurück. Ich suche nach Arbeit. Da kannst du gleich mal meine übernehmen mit dem Tunnelbauen, weil ich bin gleich raus und dann mache ich erstmal eine Essenspause, weil mein Magen schreit nämlich auch schon mittlerweile rum. Das letzte Mal gegessen habe ich um 4 Uhr, schon ein bisschen her. Jetzt, genau jetzt muss natürlich mir was vorschmatzen. Kommt man den Lehm nicht mal brennen? Doch, eigentlich schon. Ich guck mal ganz kurz. Stimmt, hat sie. Nanu? Also, man bekommt Lehmklumpen aus, und daraus kann man Lehm machen. Und mit dem kann man denn gar nichts mehr machen? Ist ja interessant. Na gut, die Back Clay Mod ist auch nicht installiert, ne? Nee. Ah, okay. Ja, genau. Halt, also aus Lehmklumpen kannst du nur, wenn du die viermal anordnest, halt wieder diese Lehmblöcke machen. Oder wenn du die brennst, diese Ziegel machen. Und aus denen kannst du dann alles Mögliche machen, wie halt Ziegelblöcke oder. Ja, aber brennen kannst du sie ja nicht. Also die Blöcke zumindest nicht. Ja, nee, genau. Gut, dann kommt das in die Kiste und dann nehme ich den grauen gebrannten mir da einfach raus. So, zack. Machen wir es mit Grau. Geht auch. Ne, geht nicht. Da kann man keine Slips draus machen. Gut, dann wird's eine Holzwand. Classic. Ja, was willst du machen, ne? Holz hatten wir doch ja auch schon irgendwo eine Kiste gehabt. Holz müsste, glaube ich, auf der anderen Seite der Farm sein. Ja. Also von dem gebrannten Ton, von dem roten gibt es eine ganze Menge, ey. Ist ja hier richtige. Der ist gut vertreten, auf jeden Fall. Ja.
Wow, ich habe mal was Gesundes in meinem Inventar. Eine Melonscheibe. Gott, das bin ich gar nicht mehr gewohnt. Oh. Dwegen ist so ein richtiger Dealer. Hey, willst du? Pst, pst, ey, willst du? Brauchst du? Pst, pst. Hey, willst du Melone kaufen? Völlig überteuerte? Na klar, immer gerne. Die gute Bio-Melone. Ja. So, Erde haben wir doch auch schon irgendwo gehabt, ne? So. Wo lagern wir eigentlich Koppel? Kobbel. Machen wir mal draußen. Also es gab eine Kiste irgendwie dafür. Ja, gibt, aber da ist nichts drin. Ihr seid zu schnell, ich bin zu langsam oder wie auch immer. So. Hab nämlich hier über 200 in meinem Inventar gerade. Hab ein bisschen fleißig abgebaut. Ja doch, abgebaut. Wer will, wer braucht? Ich pack's erstmal da rein, wo der gebratene Ton drin ist. In die Kramkiste. In die allererste Kiste, die hier hingebaut wurde. Quasi der Grundstein der Stadt. Was denn eigentlich eine Grundkiste wäre, ne? Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir wieder einen kleinen Break. Die Frage. Oh, na. Okay. Hallo, hört man mich? Ich höre dich wieder, ich hatte wohl IP-Wechsel. Ja, ich habe gerade auch die Verbindung zum Server verloren. Oh, hallo, Mumble hallo. Ist wieder da. Ja, irgendwie ist gerade der Server. Passiert. So, ansonsten mache ich ja... Alle 24 Stunden, ich habe keine Festnetz, also keine Feste. Ah. Das wäre ja langweilig. Ist aber bei mir genauso, mein Server hier wechselt auch andauernd die IP, da muss man ja immer, also öfters mal aus der Liste raussuchen. Ist nicht ganz alle 24 Stunden, aber so alle paar Tage wechselt auch mal meine IP. Ist halt so. Alle paar Tage. Ja, ist die perfekte Zeitangabe. Lieferung, ja, natürlich. Lieferung erfolgt in alle paar Tagen. Wie bei Windows-Updates, ne? Ja. Wo das dann heißt, einen kleinen Augenblick bitte. Das kann einige Minuten dauern. Ja, die ersten 99% dauern ja auch nur einen kleinen Augenblick, aber der letzte der Prozent... ist nur Minute mit Stunde falsch übersetzt worden. Achso, ja, jetzt verstehe ich das. Also es ist wie im Englischen und Deutschen mit dem Million und Billion und so, was da auch, wo da irgendwas was vertauscht war. Was Million und Billion und sowas, naja.
Eugene, ja, ansonsten, wir sagen, wir machen keinen Aufnahmebreak. Ich weiß nicht, wie lange seid ihr noch on, weil die Frage ist halt, ob ich dann danach, also ich werde jetzt erstmal was essen. Die Frage ist, ob ich dann danach wieder joine oder ob wir dann erstmal für die Woche erstmal, ja, bis zur nächsten Woche warten. Ja. Aber es ist echt gut vorangekommen. Machen das Haus jetzt noch fertig und gucken wir mal, ne, was passiert. Ich werde oben auch nichts weiter ändern. Ich bin gerade am Treppe in die Mine bauen und ansonsten schaue ich, wenn du kommst, machen wir gemeinsam weiter. Ansonsten mache ich an dem Gebiet auch nichts in der Zeit bis Samstag. Gut, schön. Na gut, dann würde ich mal sagen, mache ich jetzt erstmal Feierabend und dann schreiben wir uns im Chat wieder im Forum Sweat. Genau, Forum Sweat. Ja, in dem Sinne, ciao mit V, sowohl für meine Zuschauer als auch für euch. Tschüss. Tschüss. Und Servus aus Thailand.